So Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung von Frettchen Power. Heute stelle ich euch mal die Map Breitheim vor. Ich habe sie neulich schon mal ein bisschen angespielt, nur ich würde nicht auf ihr spielen, weil ich es eigentlich nicht mag, dass die Frucht verdirbt. Das tut sie nämlich auf dieser Map. Man braucht für diese Map den Map Fireball Objects. Ja. Ohne Kauf mit Kauf. Ja, machen wir mal mit, ne? So. Also, hier startet ihr. Dort hinten ist euer Hof. Textur geht soweit in Ordnung. Ja, so ein bisschen was. Anfangsfahrzeuge. Naja. Sind schon ziemlich viele, ne? Und auch schon ziemlich weit. Also. Es ist nicht immer eben der Bullshit, den man am Anfang hat. Hat hier schon das schöne Streugerät. Drescher. Seitenschneider. Krass. Heuwender, Mais- und Rübensägemaschine, Kartoffelsägemaschine, Korba, zwei Anhänger, stellen wir mal ein. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Hier auch geil, geht über drei Etagen der Hof, das ist richtig nice. Palettenhaufen. Hier so ein bisschen Kalbfilet auf Füßen. An die Vegetarier bitte nicht zuhören. Dann Dradal. Los, seht zu, Opa. Mit Werkstatt. Mal kurz ein bisschen Geld draufpacken. So. Kaufen wir uns mal kurz ein Gefährt. Auch überall schön schnell hinkommen. Verdammte Bockmist. Wo ist denn das? Hier muss er doch irgendwo sein. Da ist er auch schon. So. Hier auch mit Holz. Die sind auf der ganzen Map verbaut, das kann ich euch sagen. Mit Kollision, also ihr könnt nicht durch die Zäune laufen oder fahren oder ähnliches. So ein Trecker, da habt ihr hier Gülle. Das ist auch was. Wenn ihr hier einstreut, hier könnt ihr gleich einfach so mal durchfahren mit der Schaufel und dann geht's ab auf den Misthaufen. Die Tore hier sind auch hier mit Map-Door-Tracker. O. Raps. Körnermais müsst ihr mit der Schaufel verladen. Zack, zack. Weizen, Gerste auch. Zwei Gewichte noch. So. Hier unten habt ihr ein bisschen ganzen Verladen und ein Hofsilo für die scheiß Viecher. Noch mehr. So. Hier ist der Hof. Händler meine ich. Bin auch schon durcheinander. Felder auch wieder mitkaufen. Und wie die Preise hier so sind für Felder. Es geht doch noch.
Ich habe ein Maisfeld gekauft. Toll. Nur durch die Büsche kann man durchfahren. So, das ist schon mal eine Biogasanlage. Es gibt aber zwei. Also ich habe jetzt noch nicht ausprobiert, welche die bessere ist oder so. Was gibt es denn hier oben so? So, ja. Ab durch den Acker. So, weiter geht's. So, müssen wir kaufen. Tantaradai, nee, ist klar hier. So, String B. Hauen wir mal ein bisschen Kohle drauf. Oh, noch ein bisschen. So, jetzt aber. Tolle Mucke kommt auch, wenn man so eine Bude kauft. Richtig nice, weiß ich schon. So, funktioniert die Waage? Jo. Was? 9 Tonnen wiegt der? Das glaube ich ja nicht, aber... Okay. Ein Unterstand. Kilo. Einfüllbutze hier. Ist das hier hinten? Die Jauchebox kann schlecht sein. Diese. So. Schauen wir uns mal die zweite Anlage an, wenn ich sie denn finde. Noch ein. Ach, das ist noch dasselbe. Also man sieht doch mal einen Aufbau. Hat sich einer echt Mühe gegeben. So. Man kann hier auch. Komm schon. Auf die Dinger oben rauf. So. Wo waren wir? Da ist die Biogasanlage und. Achso, und die Eisenbahnschiene funktioniert nicht. Da fahren keine Züge. Das kann ich ja schon mal sagen. Also nicht, dass ihr vor lauter Vorfreude... Ja, guck mal, das ist eine Eisenbahnlinie. Ich kann gegen die Züge fahren. Es fahren keine Züge. Den Spaß kann ich euch schon mal nehmen. So, eine Halle. Muss man die auch kaufen? Nö. So, nicht. Kann man da rein? Natürlich nicht. Wäre ja auch so geil, wenn man so eine Halle hier haben könnte, ne? Hm. Voll Stahl und Eisenhandel. Naja. Trotzdem metrischer wird reinpassen. Dann, So. Wie hot. Natürlich ohne Blinken, ist auch scheißegal. Oh, hier die Schranke ist auch immer offen. 50. Hm, nö. Den Ampelmod müsstet ihr auch noch installieren. Hallo? Schon mal was von rechts vor links gehört, Vollpfosten? So. Oh, ein schöner. Naja, Plakat wollte ich. Schönes Plakat an der Wand, ja. Und was wie den Map Objects Mod und den Ampel Mod, den werde ich euch nicht unten in die Beschreibung reintun, aber ich werde euch den Download Mod in die Beschreibung reintun. Das werde ich mal so. Säuft man ab oder säuft man nicht ab? Nein, man säuft nicht ab. Auch irgendwie klar. Kommt man das durch gegen. So, gucken wir noch gerade so gekriegt. Also. Kartoffeln.
Riesenweide. Muss man auch noch kaufen. Was mich aber persönlich echt irgendwie ankotzt, ist, wenn man diese Felder nicht gekauft hat, dann vergammeln die trotzdem. Geile Mucke wieder. Und wenn ich dann das Feld mal kaufe, dann sind die Sachen vergammelt. Dann muss ich wieder Sprit investieren und Zeit, um dieses verkackte Feld wieder einmal abzugrubbern, zu pflügen, neu zu sehen oder sonst was. Anstatt sich einfach nichts draufpacken, ne? Man es dann kauft. So, oh, also hier ist, das eine hier ist, glaube ich, Kalk und das andere hier ist Dünger. Müsste auch noch eine Schaufel für haben, um das dann da rauszuholen. Genauso wie für die Silos. Ihr müsst dann halt, ja, das andere Tor kann man auch aufmachen. Ihr müsst dann halt noch eine Getreideschaufel und sowas euch besorgen. Irgendwo runterladen auf Modhaus, dann müsste es sowas eigentlich auch geben. Oder auf Network Modding. Oder auf sonst irgendwelchen Dingern haben die sowas normalerweise schon. Und dann könnt ihr euch das auch runterladen. Lasst mich hier durch. Nahezu. Benzin. Ja. Ist machbar. Ich hätte mehr so eher so einen Betonboden gewünscht. Das käme eigentlich nicht so gut, dass man in so einer Halle auf einmal so Matschboden hat. Fertig. So. Silos. Da bin ich auch mal gespannt, wie hoch die gehen. Gut, der wäre so. Das ist auch irgendwas, was mich so richtig ankotzt. Guck mal hier. Was ist das? So eine Mini-Ausführung von einer Biogasanlage oder was? Das ist hier ein Lohnunternehmen da schon mit einer Mini-Biogasanlage oder was? Was kleine Furzdinger, du hast so verkackten Dank hier. Und dann funktioniert das Ding hier überhaupt? Auch solch ein paar Dinge, die mich fusselig machen. So, geht's weiter. Ist immer mal so zernsetzen Blinker. Fuck, der hat einen roten Blinker. So, hier ist die Kuhweide. Ja, Kuhweide, Kuh. Kuh oder Schafweide, Schweineweide gibt's ja nicht schlecht, ne? So, links rum. Das. Straße. So eine ziemlich große Abfahrt irgendwie für so einen kleinen verkackten Feldweg. So ist auch gut. So, ist das hier oben? Batz. Noch eine Weide. Scheiße. Sorry, wenn ich hin und wieder mal ein bisschen. Naja. Schimpfwörter. Die bösen Wörter benutze, ne? Kleine Kinder bitte Ohren zuhalten, ne? So, gucken wir mal weiter hier. Was gibt's dahinter? Ich suche jetzt mir nicht in die Straße und. Bounce! Shit, ey. Was ist das? So eine kleine Wiese oder sowas darstellen oder so. Oh, noch ein Maisfeld. Da fahre ich jetzt mal nicht hin und her. Also, war auf jeden Fall. Ist diese Map ziemlich bergig ist. Manche Felder, geht ja auch, wenn man Terpentin irgendwie hochfährt, immer so. Hoch, dann links rum, dann hoch, dann rechts rum, dann hoch, dann. Die ganze Zeit. Sowas gibt es hier auf jeden Fall auch. Was ist das? Du Scheiße. Ja, hast du auch nicht geil gedacht. Und so, setz dir mal so ein verkacktes, schiefes Schild hin. Ah, hier so. Interessant.
sein. Auch wieder so ein Schlauberger, hat die Kacke nicht vorher richtig fertig gemacht. Nee, jetzt muss er... Das regt mich echt auf. Geht's ja auch weiter. So, nutzt er hier... Forstdings, Bumm. Also ich glaube, Multiplayer würde diese Map auch richtig fun machen. Nur halt dieses Verkackte mit dem... Vergammelungsscheiß, dass der jetzt noch mit drin ist. Das könnten sie auch ruhig rausnehmen. Ja, hier, gib Stoff, Alter. Wie hot. Ja, los. Hier auch wieder überall Holz. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass man das nicht mitnehmen kann. Das habe ich schon genug ausprobiert. Wusch. Shit. Habt ihr jetzt nicht gehört. So, hier ist es. Oben. So, gleich jetzt hier Terpentinen runterfahren, ne? Also mit Mähdrescher macht das auch eigentlich relativ fun, hier hoch zu dackeln, wie so ein Blöder. Oder beim Häckseln, wenn du hier dann um die Kurve rast, auf einmal kommt dann der eine andere wieder entgegen. Auch solche Sachen, wo man sich denkt, was haben die sich dabei gedacht? Aber okay. Noch ein Restaurant oder sonst was fällt. Schon wieder abgeerntet. Schlauberger, ne? Weißt du? Ah. So. Ich glaube, dann habe ich jetzt eigentlich auch relativ alles hier von dieser Map gezeigt. Also wer will, die Map ist eigentlich ziemlich geil. Nur halt, ihr braucht den Ampelmod. Map-Door-Tracker braucht ihr. Den Maple Objects Mod und der Mod, Traffic Car Speed Mod funktioniert hier nicht. Sieht man, dass die Karren ziemlich lahm fahren. Aber er hat sie auf jeden Fall ziemlich nah angesetzt, die Punkte. Hier in kurzen Übersicht. Seht ihr hier? Ihr habt hier dann schon so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Felder, die wirklich erntereich sind, die in der nächsten Zeit gleich schon tot sind. Und eins, das noch relativ im Wachstum ist, ist 30. Hier die ganze Maschine ist der Haupthof. Hier abgeerntete Felder. So, und ich hoffe, euch hat die kleine Map-Vorstellung gefallen. Empfiehlt den Kanal weiter, liked das Video. Weniger Dislikes wären immer noch toll, mehr Abos wären immer noch besser. Abonnieren geht überall studieren, ihr wisst es. Und den Download-Link der Map werde ich euch in die Beschreibung reintun. Immer Beschreibung lesen, ne? Nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Also gucken wir uns jetzt nur für Mod-Vorstellung. Also bis dahin.